Die Zeit läuft. Diese Mädels haben eine Mission, eine Exit-Mission. Die Aufgabe des Teams der Volleyballerinnen des VC Wiesbaden, sich aus dem Raum zu befreien. Alles könnte einen Hinweis geben, sei es die Schreibmaschine, der Roller oder das Wandtelefon. Also es ist eine Detektivarbeit, wie ein Fallanalytiker. Ja, da gibt es ja auch keinen Rahmen, jeder Tatort ist verschieden und dementsprechend wird man überrascht vor Ort. Die Frage ist halt, in welchem Rhythmus findet man sofort in ein Spiel und wie gut entdeckt man die Hinweise, die manchmal auch sehr, sehr doppeldeutig sein können. Der Raum muss komplett unter die Lupe genommen werden. Bücher, Schrank, Bilder, alles könnte wichtig sein, außer die Utensilien mit gelbem Dekopunkt. Die Volleyballer-Mädels des VC Wiesbaden sind zum zweiten Mal dabei, sich innerhalb von 60 Minuten aus dem Raum zu befreien. Ja, das ist natürlich eine große Anspannung jetzt, ne? Weil wir natürlich immer den Blick auf die Uhr haben. Und jetzt haben wir ein bisschen mit Unterstützung natürlich so ein paar Sachen herausgefunden, aber sind jetzt schon wieder am Grübeln. Aber macht viel Spaß, sind alle aktiv dabei. Die eine Gruppe der Volleyballerinnen des VC rätselt an einem Fall in den 1930er Jahren von Agatha Christie. Die andere muss eine Bombe im Casino entschärfen. Die Lösungen zum Rätsel sind im ganzen Raum versteckt. Läuft erstmal gar nicht, aber wir kommen da langsam. Es ist halt alles sehr ohne Hinweise und so weiter, aber Mannschaftsleistung wie am Spielfeld. Deswegen versuchen wir es uns so schnell wie möglich zu organisieren. Die Gruppe wird dabei permanent beobachtet. Wenn sie nicht weiter wissen, kommen Tipps auf einem Monitor. Also ich habe es davor noch nie gemacht und war auch wieder total froh, dass ich heute mitmachen durfte. Ist echt spannend. Die Szenarien sind möglichst authentisch und sehr kreativ. Es müssen Schlüssel gefunden, PIN-Codes von Handys erraten und Hinweise aus Videos analysiert werden. Einem Hinweis nach dem anderen gehen die Volleyballerinnen nach. Gemeinsam. Das ist auch das Ziel des Ganzen. Ja, ist erstmal gut fürs Team. Erstmal, dass man also da noch als Team zusammenwächst, dass man sich mal auch mal außerhalb vom Volleyball kennenlernt und so ein bisschen einschätzen lernt, ja, was kann der eigentlich sehr gut, was kann der andere nicht so gut. Und dass man das dann gut mixt und dass man dann sozusagen dann eine gute Mannschaft, eine gute Gruppe wird, um eben ja, so spezielle Situationen gut zu lösen. Zwischendurch stehen die Frauen aus 5 verschiedenen Nationen ganz schön auf dem Schlauch. Doch dann kommt die zündende Idee und das Rätsel ist gelöst in 35 Minuten. Neue Rekordzeit. Die Mädels haben damit sogar die Profis vom LKA getoppt. Also wir haben uns nicht angezickt oder so. Ich meine, jeder hat was gesucht und was gefunden und das haben wir zusammengesetzt. Von daher, ja, super funktioniert und auch Spaß gemacht. Auch die andere Gruppe im Casino schafft es innerhalb von 51 Minuten, die Bombe zu entschärfen. Regelmäßig wechseln die Szenarien der Exit Mission, damit es auch nicht langweilig wird. Exit Mission ist natürlich für jeden, der natürlich Spaß daran hat, um Rätsel und miteinander ein Spiel dementsprechend zu gestalten, aufzulösen. Und die Interaktion, das verbindet ja wieder die Menschen im 21. Jahrhundert. Man bringt sich wieder in einem Raum und man ist aufeinander angewiesen. Bei so viel Teamgeist der Volleyballerinnen ist der Erfolg auf dem Spielfeld ja schon fast sicher.